Liebe Küchenfreunde, mein Name ist Wolfgang Cornelius, ich bin unabhängiger Küchenplaner. Unser Thema heute: Für welche Situationen ist ein Muldenlüfter eigentlich nicht geeignet? Unabhängiger Küchenplaner, was heißt denn das? Ich unterstütze euch unabhängig beim Küchenkauf. Gerne mache ich auch für euch eine Planung, schreibt mich an. Unter Muldenlüftern versteht man Kochfelder mit integriertem Dunstabzug. Lange von der Branche belächelt, mittlerweile wirklich angekommen am Markt und hat die klassische Inselhaube über einer Kochinsel nahezu verdrängt. Wir erinnern uns, dieses doch recht klobige Teil über einem Kochfeld ist mittlerweile nicht mehr gern gesehen. Und ein Muldenlüfter unterstützt auf jeden Fall die Anforderungen nach klaren Linien und aufgeräumter Optik. So weit, so gut, das macht Sinn. Nun stößt man aber immer wieder auf Planungen, an denen der Muldenlüfter an der Wand ist und darüber normale Hängeschränke hängen. Das ist gar nicht gut. Warum? Ich setze mal voraus, ihr denkt immer daran, den Lüfter rechtzeitig einzuschalten. Ich gehe weiter davon aus, dass ihr immer die Filter perfekt schön sauber macht. Trotzdem schafft auch der beste Muldenlüfter nicht 100% des Rasens wirklich einzufangen. Das heißt, Restrasen steigt immer nach oben unter die Hängeschränke. Und auch bei den wirklich teuren Küchen bestehen die Korpusse der Schränke aus Spanplatte mit Beschichtung. Und auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als sei alles schön rundum beschichtet, das ist es nicht. Spätestens an den Nuten, in denen die Rückwände stecken, ist offene Spanplatte, die dem Rasen ungeschützt ausgesetzt sind. Von echten Beschädigungen mal abgesehen. Von daher ist es nicht die Frage, ob die Hängeschränke Quellschäden bekommen, sondern nur wann. Was auch immer durchs Netz geistert, ist die Frage Kochfeld vorm Fenster. Ich sage dazu, wer gerne Fenster putzt, plant sein Kochfeld vors Fenster. Als Gegenargument kommt dann immer, aber mit einem Muldenlüfter ist das ja wohl kein Problem. Siehe Text oben, Restrasen schlägt sich auf dem Fenster nieder. Dann kommt das Gegenargument, ob ich nun die Nischenverkleidung hinten putze oder das Fenster, sei doch wohl egal. Ich finde nicht, auf keinen Fall. Erstens ist das Fenster sehr viel höher als die Nischenverkleidung, sehr viel schwieriger zu putzen durch Fensterbrett, Fensterrahmen, Fensterflügel, unter Umständen sogar noch Sprossen. Und das ganze Fenster ist 25 bis 30 cm nochmal nach hinten versetzt, hinter der Hinterkante von der Arbeitsplatte. Also schön ist das nicht. Also was man auf jeden Fall festhalten muss, ist: Kochfeld vor dem Fenster erhöht den Pflegeaufwand. Besser vermeiden. So, das war's mal wieder. Und natürlich gibt es in Küchenfragen immer verschiedenste Meinungen. Deswegen freue ich mich auf eure Kritiken, Verbesserungsvorschläge, Kommentare. Wolfgang Cornelius, euer unabhängiger Küchenplaner.